Meine lieben Zuschauer, im heutigen Q&A-Video werde ich nur auf einen Zuschauerwunsch eingehen, dafür aber sorgfältig. Was ist gerade in Polen los? Wohin wird das Land nach der Wahlniederlage der bisherigen Regierungspartei PiS zusteuern? Bevor wir loslegen, habe ich aber noch eine Mitteilung in eigener Sache. Gestern habe ich ein Q&A-Video hochgeladen, in dem ich auf eure Fragen eingegangen bin bezüglich des Tunnelkampfs in Gaza, der Situation an der ägyptischen Grenze und der enthüllten Invasionspläne der Hamas auf weiter entfernte israelische Städte. Leider hat YouTube dieses Video entfernt, da es gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen würde. Konkret wurden ihm Fehlinformationen angelastet, und zwar Inhalte, die ein ernsthaftes Risiko erheblicher Gefährdung mit sich bringen können, indem alte Aufnahmen von einem früheren Ereignis fälschlicherweise als aktuell deklariert werden. Nun ist es natürlich so, dass wir eigentlich fast immer, wenn wir über aktuelle Ereignisse sprechen, diese in einen historischen Kontext einordnen, und manchmal ist dieser Kontext nach wie vor aktuell. Daher habe ich Beschwerde eingelegt, doch YouTube hat die Löschung bestätigt und mir leider nicht mitgeteilt, welche Stelle genau die Warnung ausgelöst hat. So kann ich leider nur raten, dass es eventuell die bereits ein Jahr alte Aufnahme des Hamas-Führers war, in der dieser sagte, seine Organisation habe hunderte von Kilometern an Tunneln gebaut. Klar, diese Aussage ist schon etwas älter, aber eben nach wie vor hochgradig aktuell. Naja, es könnte aber auch jede andere Stelle in diesem Video gemeint sein, weswegen ich von einem Re-Upload auf YouTube erstmal absehen werde, bis ich genau weiß, was das Problem eigentlich ist. Auf jeden Fall versuche ich, über meinen Ansprechpartner zu klären, ob es sich hier nicht vielleicht um eine Missinterpretation handelt oder tatsächlich ein ernsthaftes Risiko erheblicher Gefährdung vorliegt. Bis dahin habe ich mir aber gesagt, dass man aus der Not bekanntlich eine Tugend machen soll und deswegen lieber einen Substack-Account eröffnet. Falls ihr Substack noch nicht kennen solltet, es handelt sich um eine Plattform für Journalisten und andere Autoren, auf der man auch Videos veröffentlichen kann. Der Vorteil von Substack liegt darin, dass ich dort all jene Videos hochladen kann, die bei YouTube sonst unter die Räder kommen würden. Einige Autoren laden dann zum Beispiel YouTube-konforme Versionen ihrer Videos auf YouTube hoch und die unzensierte Version dann auf Substack. Also schaut jetzt auf meinem neuen Substack vorbei und abonniert ihn bitte gleich, denn ich denke, dass ich mich gerade entschieden habe, diese Plattform in Zukunft viel intensiver zu nutzen. Zum einen für exklusiven Content, aber auch für den Fall, dass mit YouTube irgendwas passieren sollte. Den Link findet ihr natürlich in der Beschreibung unter diesem Video. Und schreibt mir dann bitte in die Kommentare, ob ihr denkt, das Video würde wirklich ein ernsthaftes Risiko erheblicher Gefährdung mit sich bringen. Ich danke euch an dieser Stelle für eure Unterstützung. Ich bitte euch daher um Verständnis dafür, dass ich das heutige Q&A-Video bewusst extrem spartanisch gehalten und keine Politiker-Clips eingefügt habe, um mir nicht nochmal einen Ban wegen derselben Richtlinie einzuhandeln. So, nun aber schnell zu unserem Thema. In Polen wird es nach den Parlamentswahlen vom Sonntag eine neue Regierung geben. Nach 8 Jahren ohne die bisher regierende Partei Recht und Gerechtigkeit PiS und ohne die große graue Eminenz der polnischen Politik Jarosław Kaczyński. Der Vorsitzende der siegreichen oppositionellen Bürgerkoalition, Donald Tusk, wird wahrscheinlich zum nächsten Ministerpräsidenten gewählt werden. Die Erwartungen der Polen an einen Wandel sind groß. Die erste große Veränderung wird es wahrscheinlich bei den EU-Subventionen geben. Die Europäische Union hat die Zahlungen an Polen aufgrund der kritisierten Justizreform, die von der PiS vorangetrieben wurde, eingefroren. Die neue Regierung könnte nicht nur die Justizreform rückabwickeln, sondern auch die Entflechtung der durch die PiS immer mehr gleichgeschalteten Medienlandschaft zur Priorität machen. Tatsächlich haben die staatlichen Medien bereits während der Auszählung der Stimmen eine Kehrtwende vollzogen und regierungskritische Redner in ihre Studios eingeladen. Tja, so schnell können sich die öffentlich-rechtlichen Medienhälse also wenden. Trotzdem wird der neue voraussichtliche Premier Tusk nach Kompromissen suchen müssen. Er wird nicht über genügend Stimmen verfügen, um mögliche Vetos von Präsident Duda gegen seine Reformen zu überstimmen. Die Gesetzesvorhaben können darüber hinaus auch vom Verfassungsgericht blockiert werden, das noch einige Zeit mit PiS-konformen Richtern besetzt sein wird. Das Regieren wird für Tusk also sehr schwierig werden, und das könnte fatal sein, denn bei einigen der zu lösenden Probleme geht es im wahrsten Wortsinn um Leben und Tod. Wollt ihr wissen, wovon ich spreche? Dann passt jetzt gut auf. Auf die Werte kommt es an. Das größte Problem werden Wertefragen darstellen. Die Opposition hat versprochen, die Abtreibungsgesetze zu lockern oder eingetragene gleichgeschlechtliche Partnerschaften zuzulassen. Hier wird es sehr schwer sein, einen Kompromiss mit Duda zu finden. Dabei ist das Mandat der neuen Regierung gerade in Wertefragen besonders stark, denn vor allem sie waren es, die PiS wohl die Wiederwahl gekostet haben.
Bei diesen Wahlen war eine noch nie dagewesene Mobilisierung von Frauen zu beobachten, viel stärker als bei früheren Wahlen. Die Entscheidung des von Kaczynski beeinflussten Verfassungsgerichts, Abtreibungen fast vollständig zu verbieten, war selbst für viele Menschen, die Abtreibung generell für falsch halten, ein inakzeptabler Schritt. In Polen war es nämlich sogar zu ansonsten vermeidbaren Todesfällen schwangerer Frauen gekommen, weil sich Ärzte aufgrund des radikalen Abtreibungsverbots geweigert hatten, ihre Schwangerschaft aus medizinischen Gründen zu unterbrechen. Jarosław Kaczynski hat seine eigene Arroganz, sein Radikalismus und seine abscheuliche Negativkampagne das Genick gebrochen. Die PiS hat im Wahlkampf einen Krieg gegen alle geführt, ihre Brücken verbrannt und steht nun alleine da. Hinzu kommt, dass sogar die Demografie gegen sie arbeitet. In den vergangenen 4 Jahren, wovon 2 bekanntlich Pandemie- und Lockdown-Jahre waren, ist die Zahl der Wahlberechtigten in Polen um 1 Million geschrumpft. Die PiS selbst hat inoffiziell zugegeben, dass mindestens 300.000 davon ihre Wähler waren. In absoluten Zahlen hat die PiS im Vergleich zur letzten Wahl 2019 fast 400.000 Wähler verloren. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die PiS weiterhin eine sehr starke Unterstützung von mehr als 7 Millionen Wählern genießt. Dabei handelt es sich vor allem um Menschen mit konservativen Ansichten, die der Kirche verbunden sind, und um Wähler, die der Welt gegenüber misstrauisch sind und ihre Umgebung ausschließlich als Bedrohung sehen. Tja, wie für Kaczynski selbst, für den dieses Gefühl der Paranoia im Laufe der Zeit die Oberhand gewonnen hat. In den letzten 10 Jahren hat sich seine Partei aber auch zu einem Hüter der Interessen von Menschen entwickelt, die weniger verdienen und mehr auf staatliche Zahlungen angewiesen sind. Die PiS wurde zum Sprachrohr der Interessen dieser Menschen und gewann sie für sich, indem sie zum Beispiel 13. und 14. Renten oder Boni für Angestellte des öffentlichen Dienstes verteilte. Familien bekamen mehr kostenlose Medikamente für Kinder. Aber all diese Geschenke halfen ihr bei diesen Wahlen rechnerisch nicht mehr. Die unterbewusste Überzeugung der Polen, dass in einer gesunden Demokratie die Regierung von Zeit zu Zeit wechseln sollte, hat auch diesmal gut funktioniert. Die Tatsache, dass die PiS trotz der enormen finanziellen und logistischen Möglichkeiten, die sich aus der Beteiligung staatlicher Ressourcen am Wahlkampf ergeben und trotz des extrem unehrlichen Wahlkampfs mit Hilfe der regierungsfreundlichen Medien die Macht verliert, spricht Bände über die polnische Gesellschaft. Ja, Polen hat eine gesunde Zivilgesellschaft. Vielleicht gar eine, von der sich die gegenüber ihren östlichen Nachbarn, oft hochnäsigen Deutschen, die ein oder andere Scheibe abschneiden sollten. Die Mehrheit der Polen ist sich der Manipulation, des Betrugs und der Verletzung von Wahlnormen bewusst geworden, ebenso wie der Tatsache, dass die Regierung sie für Idioten hält. Und das hat auch zur Rekordbeteiligung an den Wahlen beigetragen. Die Regierungspartei hat die politische Mitte aufgegeben, trat nur noch aggressiv auf und hat in ihrer Machtbesoffenheit die meisten guten Werte, die sie ursprünglich vertrat, vergessen. Das Einzige, wozu sie in der Lage war, die Angst vor einer Apokalypse im Fall eines Machtwechsels zu schüren. Aber die Polen haben ihr diese Angstkampagne nicht abgekauft. Überhaupt war dieser Wahlkampf zwischen der PiS und der von Donald Tusk geführten Koalition zu einem Kampf zwischen Gut und Böse hochstilisiert worden. Er hat die Wähler in 2 unversöhnliche Lager gespalten. Die PiS hat den Wahlkampf zum Beispiel mit einer Menge Feindseligkeit gegen Deutschland und zuletzt sogar gegen die Ukraine angeheizt. Unter anderem beschuldigte sie Donald Tusk, ein deutscher Agent zu sein. Und jetzt fragt euch sicher, welche Position wird Polen jetzt in Europa einnehmen? Nun, genau das sehen wir uns jetzt an. Stühle rücken. Die deutsch-polnischen Beziehungen haben sich in den letzten Jahren aus vielerlei Gründen verschlechtert. Kaczynski beschuldigt die deutsche Regierung, die polnische Unabhängigkeit untergraben zu wollen. Dies betraf einige durchaus legitime Punkte, wie zum Beispiel, dass Berlin aus wirtschaftlichen Gründen Moskau gegenüber nicht rasant genug auftreten würde. Auch in der Migrationsfrage hat Deutschland vor allem unter Merkel arg über die Stränge geschlagen. Aber es ging auch um vollkommen überzogene Forderungen der PiS-Führer. Zum Beispiel, dass Deutschland Polen 78 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs mehr als 1 Billion Euro an Reparationen zahlen soll. Dieses groteske Thema dürfte nun vorerst wieder vom Tisch sein. Tusk hat sich zwar davor gehütet, es zu thematisieren, aus Angst, die Wahlchancen seiner Partei zu gefährden, aber er hatte schon immer ein gutes Verhältnis zu Berlin. Trotz der Tatsache, dass Polen unabhängig von seiner Regierung ein komplexes und oft schwer zu verstehendes Land ist. Tusks Rückkehr an die Macht in Warschau ist auch ein Gewinn für die Europäische Volkspartei EVP, ein mächtiges Mitte-Rechts-Bündnis, dem auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angehört. Obwohl die konservative Fraktion die meisten Sitze im Europaparlament hat, werden ihre Vertreter in großen EU-Ländern wie Deutschland ignoriert. Und dies schmälert dann die Macht der EVP im Europäischen Rat, in dem ihre Spitzenpolitiker tagen. Das polnische Wahlergebnis verschiebt das Machtgleichgewicht im Rat in Richtung Mitte, was von der Leyens Chancen auf eine Wiederwahl als Kommissionspräsidentin nach den Europa
Europawahlen im Juni nächsten Jahres begünstigen könnte. Ein positives Ergebnis für Tusk in Kombination mit einem positiven Ergebnis für die EVP wird die Möglichkeit einer zentristischen Mehrheit zwischen der EVP, der zentristischen Partei der Erneuerung und den Mitte-Links-Sozialisten erhöhen. Der Abgang der PiS markiert, wie gesagt, einen dramatischen Wandel in den Beziehungen zur EU, die sich seit 8 Jahren mit Warschau über radikale Änderungen des Justizsystems streitet, die eine stärkere politische Kontrolle über die Richter zum Ziel haben. Zwar ist die politische Kontrolle über Richter auch in anderen EU-Ländern, unter anderem auch Deutschland, nicht ganz sauber geregelt, aber in Polen sind sie doch sehr weit gegangen. Im Rahmen des sogenannten Artikel 7-Verfahrens hat die Europäische Kommission deshalb Polens Stimmrecht als EU-Mitglied aufgehoben. Sie hat außerdem die Auszahlung von 36 Milliarden Euro an Darlehen und Zuschüssen aus dem Pandemiefonds der EU blockiert und Polen vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt. Das Europäische Parlament hat eine Reihe von Entschließungen verabschiedet, in denen es Warschaus Rückzug von demokratischen Prinzipien verurteilt. Polens nun zu erwartende Wiederannäherung an die EU wird jedoch alles andere als ein Automatismus. Jedes neue Gesetz muss von Präsident Duda unterschrieben werden, der sein PiS-Parteibuch nur aus symbolischen Gründen abgegeben hat, als er Präsident wurde. Und ohne seine Unterschrift hat Kommissionspräsidentin von der Leyen keine rechtliche Grundlage, um anzuerkennen, dass Polen die für den Erhalt der Gelder erforderlichen Meilensteine erreicht hat. Die PiS wird über Duda auch versuchen, die Regierungsbildung zu verzögern, denn er hat 30 Tage Zeit, einen Kandidaten für das Amt des Premierministers vorzuschlagen. Duda könnte sich zwar staatsmännisch und überparteilich verhalten, aber 2025 endet seine zweite Amtszeit und er kann nicht wiedergewählt werden. Das Problem, der erst 51-Jährige würde sicher noch gerne eine weitere politische Karriere machen, die er sich jedoch total verbauen würde, wenn er von der PiS-Parteilinie abweicht. Und eines kann ich euch versichern, die PiS ist wahrlich kein Pfadfinderverein. Sie verzeiht nichts. Obwohl sie von Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine an Polen zu einem der stärksten Unterstützer Kiews gemacht hat, kannte sie keine Gnade und keine Freundschaft mehr, wenn es im Wahlkampf um ihre eigenen Parteiinteressen ging. Um der konkurrierenden Bauernpartei Stimmen abzujagen, hatte die polnische Regierung die Einfuhr ukrainischen Getreides eingeschränkt. Der PiS-Ministerpräsident Morawiecki hatte im Wahlkampf Kiew deswegen sogar damit gedroht, die Ukraine nicht mehr mit Waffen zu beliefern. Während Brüssel, Berlin und Kiew also über den Regierungswechsel in Warschau erleichtert sein werden, dürfte die Situation für Budapest schwieriger sein. Polen und Ungarn haben nämlich einen gegenseitigen Pakt geschlossen, der den Europäischen Rat daran hindert, die notwendige Einstimmigkeit zu erreichen, um das Verfahren nach Artikel 7 fortzusetzen. Ohne Kaczynski, der ihn schützt, wird der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán also viel verwundbarer sein. Er könnte zwar theoretisch im neuen slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico einen neuen Verbündeten oder sogar bei der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Unterstützung finden, aber das ist eher unwahrscheinlich. Denn ihre Länder haben viel stärkere Bindungen an die EU und Orbán hat ihnen wirtschaftlichen politischen im Grunde nichts zu bieten. Über Fico und seine Rolle bei der Waffenhilfe an die Ukraine habe ich übrigens erst kürzlich ein recht spannendes Video gedreht, das ich euch verlinken werde. Natürlich bleiben wir auch beim Thema Polen am Ball und halten euch auf dem Laufenden. Also vergesst nicht das Abo mit Glöckchen, um nichts zu verpassen. Falls ihr meine Arbeit gut findet, fände ich es cool, wenn ihr sie durch eine freiwillige Spende über den Link in der Beschreibung unterstützen würdet. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.